Genau deswegen. Willkommen zurück und der Himmel ist das Sky is the Limit. Ich war zu ungeduldig, tut mir leid. Ist okay. Das könnte jetzt ein paar Runden dauern. Hier bin ich sehr unpräzise. Ich würde aber gerne die Runde. Ich finde die Steuerung sehr schwer hierbei. Von Fliegen und Schwimmen finde ich echt anstrengend. In jedem Spiel. Das Ding ist, eigentlich musst du schnell sein, damit deine Mütze nicht weg ist. Glaube ich. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich bin nicht so schnell. Und. Und das. Fuck! Ich hab's verkackt! Und nochmal! Und dann Mitte neue Mütze holen und nochmal von vorne los. Oder was? Nee, wenn, dann musst du sterben, sonst kommst du nicht mehr so hoch. Ja, hätte man schaffen können. Hat er aber nicht. Das Gute ist, dass du keine Leben verlierst. Ich würde gerne mal brutales Mario sehen, so mit Mortal Kombat Gore-Effekten. Und dann, wenn du so von oben runterfällst, müsst du einfach mal deine Wirbelsäule durch deinen Schädel durchbrechen. Da gibt's so eine Mod für. Sicher? Nein, natürlich nicht. Naja. Ah, fuck! Habe ich auch erst einmal geschafft, übrigens. Verlierst du dabei ein Leben? Nee, wa? Nein, hab ich schon gesagt. Achso, du musst ja nicht mehr sterben. Deswegen hab ich mich da auch nicht so, wenn ich da runterfalle. Na denn! Na denn, das ist ja alles. Hast du schon gesagt, dass ich das erst einmal in meinem Leben geschafft habe? Weil ich es auch erst einmal wirklich probiert, also wirklich machen wollte. Sonst war ich immer bloß so, nah. Hast du nicht erzählt, ne? Jetzt bin ich immer bloß in die Mitte geflogen und hab dann das gemacht. Ja. Ja, gib mir mal noch einen Softcake, bitte. Hui! Der Ansaugstutzen befüllt. Ich freue mich immer bei jedem einzelnen Ding. Der wird schneller. Und die den kriege ich noch. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ihr mal das hier spielt, wenn ihr einen verkackt. Weil jetzt ist es unsicher, ob ich das zeitlich noch mit den anderen schaffe. Das ist beim Fliegen immer das Problem. Bei jedem Fluglevel, wenn du nur einen einzigen verpasst, dann musst du so eine riesigen Bögen fliegen. Oh Gott. Oh Gott. Ja, aber du kriegst es nicht mehr. Warte ab. Fuck! Scheiße! Und gleich wieder zurück in die Action. Ja, ich sehe schon, das wird ein Momentchen dauern. Aber du bist konsequent. Ja, natürlich. Abgesagt, die 100 Münze mache ich nicht. Weißt du, was ich interessant finde, ist, dass die Sterne sind keine dreidimensionalen Objekte, das sind einfach bloß Bilder, die sich drehen. Ach so? Das sind keine 3D-Objekte. Egal wie du deine Kamera relativ zu ihnen drehst, du siehst immer dieselbe Seite, wie sie sich dreht. Die fuck. Die Rotation verändert sich nicht zu deiner Kameraeinstellung. Also keine 3D-Objekte, sondern einfach bloß Bilder, eine Animation. Das ist alles. Haben sie gemacht, um Ressourcen zu sparen, offensichtlich. Was voll in Ordnung ist. Ja, klar, ist bei Banjo auch so. Die Puzzleteile? Die Puzzleteile nicht, aber alle anderen Objekte sind 2D. Das war richtig dumm. Ja. Und dann willst du mal, vielleicht drückst du ja schon mal den Knopf, bevor du es vergisst. Wie kann man vergessen, den Knopf zu drücken? Weiß ich nicht. Wenn du da landest und den Stern einsammelst und dann bist du raus aus dem Level? Ich nochmal rein, drück auf den Knopf und dann vielleicht denkst du nicht dran und dann wunderst du dich. Ach Quatsch. Ich will doch bloß ein Netz sein. Jetzt hättest du ihn eigentlich drücken können. Ich hab ihn gedrückt. Ja. Schon irgendwas mit Airplane. Airplane! Hast du wirklich gedrückt? Ja? Hast du es nicht gesehen? Also hier ist vor allem, dass er jetzt schon wieder versammelt. Ja, das ist ein Let's Fail. Kein Let's Die, ein Let's Fail. Ah. Und ich drücke immer den falschen Knopf, um hochzugucken. Ist wahrscheinlich anders eingestellt als bei Original N64. Nein, ich habe mich bloß dumm angestellt. Ich habe B gedrückt. Du Vollidiot. Er drückt jetzt schon B, um nach oben zu gucken. Du scheiß Vollidiot. Oh, das interessiert mich. Gucken wir mal. Was guckst du denn da? Ja. Ich guck, ob Windbreaker Wii U kompatibel ist mit dem. Mit dem Nein, Game. Warum war jetzt zweimal schneller? Das tut mir leid, mein Digger. Es sind immer die letzten beiden. Außerdem ist mir da total egal, ob dein Dings kompatibel ist. Dir ja. Du hast mir gefragt, was ich gerade mache. Das macht man doch nicht im Let's Play. Wir sind hier professionell. Nur Künstler. Das ist ein Let's Chill.
Das ist ein Let's Mann! Ein Let's Fail, okay. Nein, ein Let's Mann, hast du nicht zugehört? Ein Let's Mann! Ach, hey Rico, welchen Auto liest du gerne? Thomas Mann! Das Thomas Mann! Heimgymnasium oder was meinst du jetzt? Nee, nee. Thomas Mann. Ein deutscher Autor. Ja? Der hat Gymnasium. Die gehören ihm, der hat er sich gekauft. Richtig, genau wie der Olaf Fontane. Der hat sich so viele Gymnasien gekauft, die kann er sich gar nicht leisten. Das Witzige ist, ja, den gehören laut alle Frauen. Er hat das Recht zur ersten Nacht noch, ne? Fuck, das war ein Fehler. Wovon zur Hölle redest du? Von Thomas Mann. Und sein Gymnasium. Mit den ganzen Mädels, die er dort vergewaltigen darf. Illegal, deswegen ist keine Vergewaltigung. Das Gesetz der ersten Nacht? Ja. War das nicht das? Hieß das nicht so? Ich weiß nicht, wovon du redest. Das sagst du gleich aus. War das nicht bei Königen, dass sie das Privileg der ersten Nacht warum hatten? Warum ist Thomas Mann ein König? Heiden, ihm gehören halt die Gymnasium und alle Menschen, die dort drin sind. Und? Die gehören ihm. Könige hatten das Privileg der ersten Nacht, also sie durften... Die waren die Ersten, die mal ein bisschen durchstoßen durften. Weil bei allen Frauen? Die in ihrem Land wohnten. Also, nee, warte mal, war das bei Gutsherren? Dann war es bei Gutsherren. Die hatten das. Irgendwie sowas. Das klingt ein bisschen... Kennst du das nicht? Nein. Wirklich nicht? Doch, die durften... Die waren die Frau, die zuerst... Also die Kinder, Frauen, wenn sie verheiratet wurden, zuerst ficken durften. Jetzt der Ersten Nacht. Ich weiß nicht, ob es so heißt, aber es gibt es auf jeden Fall. Ius primae noctis. Das Herrenrecht. Deutsch das Recht der ersten Nacht, Französisch droit qui sorge. Ja. Wurde in der Zeit der Erbuntertänigkeit in Europa das Recht eines Gerichtsherrn bezeichnet, bei der Heirat von Personen, die seiner Herrschaft unterstanden, die erste Nacht mit der Braut zu verbringen. Ja. Oder einen Geldersatz, Stechgroschen zu verlangen. Der Stechgroschen. Was ist denn mit denen los? Kannst du das jetzt echt nicht? Das hatten wir auch ein paar Mal in Geschichte. What the fuck, man? Mann, scheiße. Diese mutmaßliche Geflogenheit erzwungener Sexualbeziehungen ist in literarisch-politischen Publikationen publikumswirksam und verkaufsfördernd dargestellt worden. Wow. Du kanntest das jetzt echt nicht? Nein. Das ist kein Scherz? Absolut nicht. Das ist doch widerlich. Ja, natürlich. Alter. Ich will König sein. Den guten alten Stechgroschen abgrapschen. Den guten alten. Ich würde so viele Stechgroschen abgrapschen, das ist doch Wahnsinn. Ja, mit den ganzen Bauernmägden, wer weiß. Vielleicht ist das ja nicht so sauber gewesen. Tja. Und wenn der König Syphilis hatte, was war denn dann? Die ganze, dieser König Syphilis. Dann hat die ganze Stadt teilen müssen. Am besten einfach nicht heiraten, ey, das ist der Wahnsinn. Einfach mal nicht dem König erzählen. Aber musstest du ja damals, das war gang und gäbe. Ja, ist ja Christentum alles. Das ist zwar unangenehm, das ist wieder so geil. Ja, komm zum Christentum. Wir haben den Schlechtgeräusche, Leute, ihr? Na, das Beste, was man dazu sagen müsste, ist oh Gott, ja eigentlich... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ist ja eigentlich, wenn man eine Hochzeit plant... Warte. Den krieg ich. Ich sag mal, wenn man eine Hochzeit plant, muss die Torte extra groß sein. Na, eine fette. Ja. Ist gar nicht schlecht, der Wortwitz, ey. So, ich probiere jetzt, diese eine Münze zu bekommen. Mit einem neuen Cappy. Und ich komm nicht ran. Ich krieg einen Anfall. Es gibt es nicht. Doch, doch, doch. Ich komm ran. 100 Pro. Na, dann schauen wir mal. Ich muss mal die Kamera endlich. Oh. Nee, das war auf N64 angenehmer. Nee, da hattest du halt die Knöpfe, die konntest du einzeln drücken. Ja. Komm schon. Oh, das gibt es doch nicht. Es ist unfucking fassbar, dass das wirklich alles klappen muss. Ja, ich vermute, das wird die ganze Folge auch ausfüllen hier. Ah, das ist in Ordnung. Ich bin vollkommen einverstanden damit. Aber jetzt höre ich wenigstens nicht diesen Anfangsquatsch immer. Der Anfangsquatsch? Ja, du wurdest immer voll geballert mit Text. Mit, bitte vergewaltigen Sie hier eine Frau. Ach, ein Scheiß. Irgendwas mit dem Quatschen. Okay. Achso, der Stechgroschen. Ja, irgendwas mit dem Stechgroschen. Den guten alten von... Ah, Thomas Mann. Thomas Mann lebte tatsächlich nicht zu der Zeit, aber... Stechgroschen. Das weißt du, ich bin, dass der ich Name bin grade, auch so heißt. Ich bin gerade fasziniert. Also, dass es Stechgroschen heißt, wusste ich auch nicht. Also, die Entlöhnung, damit du deine Frau, Freundin nicht ficken lässt. Ey, das ist doch dann mal der Wahnsinn. Das geht doch mal gar nicht klar. Dass das auch nur, dass das Stechgroschen heißt. Heißt das wirklich deswegen Stechgroschen? Ja, warum sonst? Ja, aber weiß ich nicht. Abstechgroschen wäre schlecht gewesen. Ich hab sie. Nein, ich hab nur einen von beiden bekommen. Du bist eh nach unten gefallen. Ja, scheißegal. Nee, ich meine, wow.
Also der König hat echt Sinn für Humor. Ich glaube nicht, dass es vom König so genannt wurde. Na, wer weiß. Dass werden sich die Bauern ausgedacht haben als Witz, wir können eh nichts gegen machen. Oh Gott. Das ist Bauern haben echt schon so ein bisschen finsteren Humor. Ja, natürlich, was sollen sie machen? Was macht, ja, man, stimmt, was Bauern, macht man, wenn Bauern, es einem schlecht geht? Man macht sich lustig drüber. So Mittelalter Bauern sind immer voll im Eimer, muss man mal echt sagen. Also egal, wann man darüber berichtet, die sind immer ziemlich im Arsch. Ja, natürlich. Sie wurden einfach immer nur ausgenutzt. Weil, warum nicht? Würde ich auch machen. Guck dir die an. Ich wette, die hätten das hier geschafft. Da hätte ich die sie auch Bauern ausgenutzt. Die Bauern hätten das geschafft? Ja klar, da hätte ich sie für ausgenutzt. Die sollen mir das machen. Das ist ein Argument. Oh Gott, das könnte was werden. Ich krieg einen Anfall. Manu, fick dich doch mal, Mario. Diese Scheiß... Ich muss mich jetzt ganz, ganz, ganz viel drehen, damit der Player auch... der Spieler auch wirklich im Arsch ist und nichts mehr hinkriegt. Ja. Und jetzt wackeln die Ohren. Ich krieg einen Anfall. Ich krieg einen Anfall. Es ist schwer, dass ich sauer werde bei Videospielen, aber... Alter. Du hast es geschafft. Ich bin wirklich sauer. Dabei wollte ich meine Balls zeigen, ja, das Level ist gut. Das klappt nicht so gut gerade. Ja, absolut. Eines nicht. Der wenigen Level, die ich absolut nicht mag. Ich glaube, meine Balls kann ich auch bloß daher zeigen, dass ich 80% der Sterne auswendig weiß. Die späteren Level weiß ich die nicht mehr ganz so auswendig. Mann, fickt euch doch einfach. Wollen wir dafür ein bisschen Überlänge machen? Mir scheißegal. Ich will es einfach nur schaffen. Das ist jetzt Keks. Keks! Ein Frustrationskeks! Selbst wenn du es Keks nennst. Es ist immer noch Keks. Und das ist das Geile. Das wird niemand mitkriegen. Na egal. Ich habe auf dem Bett gefilmt. Mit Schokolade. Nee. Ist das zartbitter Schokolade? Ja. Krass. Die pisssüßen Softcakes haben zartbitter Schokolade. Ja. 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 Ich muss noch ein Eis. Hallo, Junge. Das, was ich früher gerne gemacht habe, und das heißt gerne gemacht, es war einfach dieses, ich ärgere und ekel gerne Leute an. Kennst du das mit Pustekuchen? Wenn du den Mund voll hast, gehst du zu irgendwen und sagst du so, Pustekuchen, und dann kriegst du die Hälfte ab. Das ist eklig. Ja, ich sag doch. Aber Pustekuchen ist das perfekte Wort dafür. Weil sowohl beim Pff als auch beim K, da spuckt man ein bisschen. Richtig. Und. Ich sehe schon, dass die Ohren gleich wieder wackeln. Ja, bitte zieh den Kreis noch größer, du dämliches Stück Klempner. Ich sehe schon, wie ich genau davor runterfalle. Du dämliches Stück Klempner. Oh, geschafft. Hör mir! So, geschafft. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.